Letztes Mal in Tales of Symphonia. Lord Kratos, have pity on me. Please, lend me your aid. The fuck, was? Lord Kratos? Also hier wird jetzt gleich der nächste vermöbelt. Und nun zurück zum Auftrag der Engel. Tja, und damit herzlich willkommen zurück in Tales of Symphonia. Beim letzten Mal haben wir es endgültig gezeigt bekommen, dass ich mit meiner Vermutung, dass diese Transformation zum Engel von Colette gar nicht so die geile Idee ist. Denn wir stehen jetzt hier mit ihr als Hauptcharakter, was automatisch so ausgewählt wurde. Und sie ist jetzt offenbar besessen von der Göttin Martell. Wir wurden dann vor den teuflischen Engeln, wo sich auch rausgestellt hat, dass der alte Engel gar nicht ihr Vater ist. Aber das war ja auch schon fast abzusehen irgendwie. Und Kratos uns verraten hat, weil Kratos wohl auch dazu gehört. Das ist alles irgendwie, alle treten so uns in den Arsch. Und wir wurden dann gerettet von den Rebellen, die sich von den Desaians losgesagt haben. Nur, um jetzt wieder vor ihnen fliehen zu müssen, weil das, was die mit uns vorhaben, passt uns auch nicht so ganz. Und wir wissen immer noch nicht so richtig, warum wir jetzt eigentlich hier mit Colette unterwegs sind, die immer noch ein bisschen besessen ist. Gut zu erkennen an den roten Augen. Ich weiß nicht, wo das noch hinführen soll, aber wir schauen uns jetzt erstmal Kratos der Verräter an. Kratos hat uns von Anfang an getäuscht. Ich hatte immer das Gefühl, dass er etwas Seltsames an sich hatte, aber am Ende habe ich es nicht rechtzeitig erkannt. Ach, wie konnte ich nur so naiv sein? Mistkerl, dafür wird er bezahlen, das schwöre ich. Lloyd. Ja, aber der Meinung bin ich auch. Wir sollten uns nochmal ganz ernsthaft mit ihm unterhalten. Was haben wir denn hier Schönes? Die Funktion des Mana-Rings hat sich geändert. Ach, ist das so? Aha. Yggdrasils Ziel. Ja, ob dieser Yggdrasil der Anführer von Kroxis ist? Ja, höchstwahrscheinlich ist die schlafende Göttin Martell eine symbolische Entität. Während Yggdrasil die Pläne von Kroxis ausführt. Und Kratos war wirklich einer von Yggdrasils Untergebenen, ne? Was will er wohl damit erreichen, wenn er Colette in Martell verwandelt? Ich möchte vor allem wissen, warum Martell den Körper benötigt. Oh, stimmt. Das bedeutet, dass sie keinen eigenen Körper besitzt. Na, also wenn du keinen Körper mehr hast, wenn dir doch nur noch dein Herz bleibt, kannst du dann trotzdem leben? Colette lebt, obwohl sie ihr Herz verloren hat. Und vielleicht ist auch das Gegenteil möglich. Ja, wenn man das so sieht. Wenn wir herausfinden, warum Martell ihren Körper verloren hat, finden wir vielleicht auch heraus, was Yggdrasil vorhat. Das wäre wahrscheinlich gar nicht allzu schlecht. So, wir haben jetzt die Funktion des Mana-Rings geändert. Das werden wir wahrscheinlich brauchen. Vielleicht hier? Nein. Hätte ja klappen können. Das können wir verschieben, aber was bringt's? Ach, warte mal. Ich kann mir vorstellen, was es bringt. Oder auch nicht. Okay. Interessant. Wir sind aber noch nicht fertig, uns hier vorne umzuschauen, oder? Nee, überhaupt nicht. Das ist ein ganz schön großer Raum hier. Wie komme ich denn da hoch zu den Truhen? Interesting, hier rüberspringen ist jedenfalls nicht. Was mit der Kiste da oben? Oh! Was war denn das? Das war aber auch interessant. Warte mal.
Nee, das bringt so nichts. Nee. Wieso ist meine Maus schon wieder sichtbar? Das nervt. So. Der bleibt einfach da irgendwie stehen und, Muss ich die Entfernung, von der ich schieße, richtig hinbekommen? Könnte das ein Problem sein? Möglicherweise. Dann probieren wir das hier drüben nochmal. Vielleicht war ich einfach zu nah dran. Das könnte schon durchaus sein. Aber weiter zurück kann ich ja nicht. Höchstens hier von der Seite. Aber ich bezweifle, dass das viel bringt, um ehrlich zu sein. Na komm, geh weg. Nee, es reicht noch nicht ganz. Das würde reichen, aber bringt uns nichts. Brauchen wir eine von den anderen Kisten? Ich weiß es nicht. Ja, andersrum. Wollt mal von unten ran. Ich würde trotzdem gern noch wissen, warum man uns hier automatisch Colette gegeben hat. Kann ich hier eigentlich irgendwas? Nö. Auch nicht. Muss ich das komplett voll machen? Das bringt auch nichts. Was soll ich denn hier machen? Ich verstehe es nicht so richtig. Ich sehe aber auch nicht wirklich was anderes zum Auslösen. Höchstens tatsächlich hier diese... Nö. Das war aber dieselbe Entfernung, oder? Warum? Jetzt geht's weiter. Also bin ich ja zu niedrig. Das kann ja irgendwie nicht sein. Das hier funktioniert auch nicht. Das ist komisch. Aber wir haben ja auch hier oben noch eine... Mach das doch nicht so. Geh mal weg da. Genau, jetzt. Nee, das bringt alles nichts. Jedenfalls nicht so wirklich. Keine Chance. Was müssen wir mit den blöden Kisten machen? Oder warte mal.
wenn ich diese Kiste hier ranstelle. Ach. Nee, warte mal. Moment. Kann ich denn theoretisch über die Kisten drüber laufen? Das wäre jetzt noch ein interessanter Punkt. Denn dann komme ich an die andere Kiste. Ja, kann ich. Wunderbar. Dann kann ich die nämlich hier runterwerfen. Okay. Da muss wahrscheinlich die Kiste hier auf das Feld. Ah, guck mal. Okay. Ja, dann hole ich mir aber trotzdem noch, oder versuch's zumindest mal, mir noch die Truhen zu holen. Denn es gibt ja jetzt hier noch ein paar Möglichkeiten. Wir können einmal... Oh, nee. Das klappt nicht, oder? Weil, da hätten wir diese Kiste hier gebraucht. Das ist jetzt versaut. Weil ich komme ja nicht hier rüber. Ich hätte eine Kiste hier hinten reinpacken müssen und hätte mit zwei Kisten dann hier rüber gemusst. Naja, gut, dann, gehen wir erstmal hier die Treppe runter. Die Funktion unseres Rings haben wir schon geändert. Kommt uns das hier zugute, möglicherweise? Unzureichende Energie, bitte laden, ha? Energie aufgeladen, also. Schalter drücken, ja, drücken wir mal drauf. Ah, guck mal. Okay, da können wir nur das eine hoch und runter fahren. Ist erstmal okay. Kann ich hier hinten denn durch? Nö. Haben wir sonst noch irgendwas Interessantes? Weil ich müsste ja mal gucken, was ich hier mit der Truhe, mit der Kiste machen soll. Weil das hier nützt mir ja jetzt erstmal noch nichts. Ich bräuchte noch eine Kiste. Ah ja. Kann ich die denn? Kann ich, bringt mir aber mal überhaupt nichts. Kann ich das irgendwie zurücksetzen, wenn ich nochmal raus, nochmal reingehe? Ja. Na wunderbar. Gut. Passiert denn sonst noch was, wenn ich... Achso, ja. Gut. Wenn ich das jetzt nochmal hochfahre, passiert hier sonst irgendwas? Nicht so richtig, gell? Nö. Ich müsste... Guck mal, da unten ist so ein blaues Feld. Da müsste doch die Kiste eigentlich hin, oder nicht? Aber ich kann doch die Kiste nicht... Hier die Treppe hoch befördern, das klappt doch nicht. Nie und nimmer. Ist hier oben irgendwas, was ich nicht sehe? Nö, da in der Ecke scheint auch nichts zu sein, was man auslösen könnte. Was soll ich denn da mit der Kiste? Ich krieg die doch hier hinten nicht raus.
Nützt sie mir hier was? Ich glaube nicht, oder? Nö, so gar nicht. Hm. Ist aber schon seltsam. Das fährt eins zu weit runter irgendwie. Soll das wirklich so, oder? Warte mal, hat sich hier oben jetzt eigentlich was verändert? Dadurch. Oh! Oh, ich verstehe. Ich kann sie aber nicht hier runterschieben. Muss ich sie unten lang schieben? Ah, das ist ja Käse, dann stapel ich die Kisten ja übereinander, oder? Das kann ja eigentlich dann auch nicht sein. Ja, nö, hier geht nichts. Ach. Ich hab's gerade verstanden. Entschuldigung. Hätte ich auch eher drauf kommen können. So ein Quatsch. Dabei ist es doch so offensichtlich. Und schwupps kann ich dann da unten nämlich rüberlaufen, wenn ich das jetzt runterhole. Oh Mann. Manchmal, gell? Aber nur manchmal. Ja, also. Wir haben hier ein zweites Terminal. Und da ist auch die Energie unzureichend, ist klar. Hier unten haben wir ja so eine Säule. Ah. Okay. Verstehe. So kann ich einfach, ja, ich kann einfach hier runter, tatsächlich. Die Frage ist jetzt trotzdem, wie kriege ich diese Kiste, ach so. Ja, jetzt kriege ich die Kiste da freilich hin. Ich muss sie ja jetzt nur nach unten schieben. Ist ja gar kein Problem. Ich komme ja dann problemlos ran und ich komme hier natürlich nicht unten durch. So, einmal diesen. Jawohl. Na wundervoll. Und jetzt geht bestimmt unten die Tür auf, oder? Ein Schutzring gefunden. Jetzt kommen wir bestimmt hier durch, oder? Jawohl. Geht doch. Damn it. What's so special about me? Those renegades need to hurry up and make up their freaking minds about whether they're our enemies or not. Tja, das ist ja das, was ich am Anfang gesagt habe. Also erst retten sie uns und dann sind wir doch wieder verfeindet. Und ach, ich weiß auch nicht, was ich hier von der ganzen Sache halten soll. Haben wir überhaupt noch jemanden, der auf unserer Seite ist, oder? Lloyd, what are we going to do now? We've got to save Colette somehow. She's going to die if she's made into Martell's vessel. But what can we do? Sheena, where did you get your X-Sphere? Huh?
that came out of nowhere. I got this before I came here. They attached it to me at the Imperial Research Academy. Okay. Also die Frage war tatsächlich berechtigt, da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Is it normal for people to equip X-Spheres in Tethiala? No, not at all. The technology was originally brought over by the Renegades. Oh, okay. Nowadays, X-Spheres are mainly attached to machines. Wait a second. So Tethiala and the Renegades are on the same side? I'm not sure if you could say that. Hm. Also haben die von Tethiala quasi die Designs infiltriert oder so? But the Renegades were the ones that brought us information about the nature of the two worlds, and the plan to assassinate the Chosen was their idea. Ach was. They talked the King and the Pope into it. Oh, okay. Aber wäre es nicht besser gewesen, uns einfach genau zu sagen, was sie wissen und uns diese ganze Reise und diese Verwandlung von Colette zum Engel einfach auszureden? If you desire for Tethiala to prosper, kill the Chosen of Silverant. Gut, okay, als ob das funktioniert hätte, ne? Ist halt auch, ja klar. Hm. Als ob es logisch gewesen wäre, dass wir das einfach glauben würden. That's horrible. Lloyd, I suggest we go to Tethiala. Ja, wenn du mit deinem archäologischen Wissen jetzt einfach mal so ein Portal aufmachen kannst und wir da einfach mal hinlatschen, dann hau rein. Worauf warten wir? Why Tethiala? Don't you remember what Ewan said? Angels are half-elves that evolved using special X-spheres called Crucius crystals. Oh, I get it. Colette's current condition is caused by the Crucius crystal. Ach echt? Ich denke von irgendeiner immateriellen Göttin, die Besitz von Colette ergriffen hat? Since Tethiala is studying the X-spheres, they may know something about Crucius crystals as well. That's a good idea. I'm pretty sure that they're studying the Crucius crystal that belongs to Tethiala's Chosen. Gut, ist aber eigentlich gar nicht so blöd, ne? Stimmt. Hätte man draufkommen können, weil, das ist, das, also zumindest, dass das das Instrument ist, um überhaupt diesen Transfer in Colettes Körper umsetzen zu können. At the Imperial Research Academy. There's a Chosen in Tethiala too? Of course. The World Regeneration Ritual is carried out in Tethiala as well. The Church of Martell exists too. But if they've been carrying out the regeneration that many times, why hasn't Martell's vessel been completed already? I'm curious about that myself. Perhaps those corpses lined up in the Tower of Salvation were... No, never mind. Yeah, there are too many things that we don't know. Crucius's objective, the Renegades, the method to save Colette. So let's just start with what we can do now. So, we're going to Tethiala? Yeah. That's the only lead we have right now. And this time, I'm going to fulfill my role. I'm not going to let Colette bear the burden all by herself anymore. Wait a minute. That's great and all, but how are we going to get to Tethiala? Ja, das war ja meine Frage gleich am Anfang. I'm sure Sheena knows how to get there, correct? Stimmt, sie muss ja auch irgendwie hierher gekommen sein. Klingt logisch. My understanding is that you can travel to Tethiala by passing through a distortion in space. Ja. Das ist eine sehr eindeutige Antwort. Dann lass uns das doch machen. Und wie? As far as I know, crafts called Riards are the only things that can do that. Gut. Du hast nicht zufällig so ein Ding in deiner Tasche, oder? Where are they? The Renegades should have them. They should be somewhere on this base. Okay, then. Let's get going. Ja. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge werden wir uns die besagten Flugmaschinen suchen müssen. Und tja, bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Bleibt gesund. Mal gucken, ob wir da mit weniger Kistenschieben auskommen.
Und ich bin jetzt erstmal raus hier. Bis dahin, haut rein!